Die Pause ist vorbei, ich bin wieder ins Gellige und dachte mir, machen wir doch einen Hexerauftrag. Das Phantom von Eldberg spricht mit Jorund und Arnbjorn über den Auftrag. Das machen wir jetzt, das ist natürlich wieder einmal arschweit zu reiten. Ich hoffe, das ist nicht bei jeder Quest so, sonst werde ich wahrscheinlich hier in Skellige viel öfter die Schnellreisefunktion wählen. Du siehst krank aus. Warum sehe ich krank aus? Man kann doch sicher erkunden, oder? Nein? Nicht in den Wald. Arnulf ist tot! Warum wollte er das überhaupt? Er wollte Brombeeren sammeln. Oh, er suchte also den Tod. Weiter so, Plätze. Okay. Das ist sicher auch noch irgendeine Quest von uns. Gehe ich mal stark davon aus. Dann lieber hier weiter. Mir juckt die ganze Zeit beim Reiten, er juckt mir eben an der Nase oder am Bart. Was für ein Glück, dass es diese Autorun-Funktion gibt. Schon plötzlich. Rumtreiber. Selber, wer steht denn mitten in der Nacht auf der Straße rum? Okay, hier gibt es noch ein Anschlagbrett. Hä? Das haben wir doch schon. Freier sei mit dir. Sieh an, was das Meer da anspült. Hey du, zu welchem Clan gehörst du? Zu keinem. Bin vom Festland. In dieser Taverne trinken nur Krieger von Skellige. Warum seid ihr denn dann hier? Ihr seht nicht wie Krieger aus, eher wie Schäfer. Jeder Skelliger ist ein Krieger. Sogar die, die im Schafstall zur Welt kommen. Aber das verstehst du wohl nicht. Auf dem Festland sind ja alle Männer Trallen, buckeln vor ihren Herren und betteln wie Köter um Brotkrümel. Wer einem Reisenden die Unterkunft verwehrt, bringt Schande über sich und seinen Clan. Haben eure Väter euch gar nichts gelehrt? Red du nicht von meinem Vater, Jorund, sonst stopf ich dir den Hals. Und du, Fremder, merk dir, dies ist nicht Ker Trolde und wir sind nicht die Ankret. Hier sind Gäste nicht willkommen. Du selbst hast also nichts gegen Reisende? Ich hab was gegen Dummköpfe, egal wo sie herkommen. Geralt von Riva, Hexer. Jorund, Sohn von Siegwald. Wenn du niemanden zum Trinken hast, setz dich doch zu mir. Teilen wir Met und Geschichten. Na, was für ein herzlicher Empfang. Zumindest nicht voller Arschlöcher hier. Ja, Geralt? Diese beiden Typen, die Nervigen, wer waren die? Kori und Kraki machen immer nur Ärger. Genau wie ihr Vater Leif. Ist er irgendwie interessant?
Kommt drauf an. Wenn du Lügner und Feiglinge für interessant hältst, dann sehr. Ich mache nicht oft so ein Spektakel. Du hast sicher selten Gäste vom Festland. Das stimmt. Wenn Redania oder Temeria den Mumm haben, nach Skellige zu kommen, gehen sie meist auf Kaer Trolde an Land. Da ist der Hafen gut und es gibt viele Händler. Und der Jarl ist barmherziger mit den Festländern. Ich habe die Nachricht gelesen. War sehr knapp. Kannst du mehr erzählen? Über die Bestie? Es ist ein Geist, glaube ich. Oder irgendein anderer Albtraum. Sucht Eldbergheim, beim Leuchtturm. Ach, es fing alles ganz harmlos an. Eines Nachts blieb der Leuchtturm dunkel. Ohne sein Licht kommen die Schiffe nicht sicher nach Arimbjörn. Also haben wir zwei Männer losgeschickt, um nachzusehen. Lass mich raten. Sie sind nicht zurückgekommen. Stimmt. Mikjal, der Leuchtturmwärter, war auch verschwunden. Ich stellte einen Suchtrupp zusammen und segelte los. Als wir uns der Insel näherten, riss ich das Ruder herum und drehte um. Ich hatte am Ufer eine Erscheinung gesehen. Du hältst mich bestimmt für einen Feigling, aber Stahl hätte nichts genutzt. Das habe ich gespürt. Mir fiel nur noch ein, im Dorf Geld für eine Belohnung zu sammeln. Hilf uns. Dann gehört es dir. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Danke, Geralt. Du bist ein feiner Kerl, muss ich schon sagen. Vor den Banditen im Hochland vor. Na, könnte wieder irgendeine Erscheinung sein. Ich muss kurz mal was gucken. Handwerk. Ich muss mal gucken, diese Bärenrüstung, die muss es doch auch noch einfacher geben. Mir gefällt nämlich die Hexerausrüstung, die ich jetzt habe, irgendwie so gar nicht so gut. Los, los! Schon wieder 600 Meter. Wenn das Meter so schritt. Warum fühlt mich das so? Komm jetzt plötzlich runter da. Ach, der ist da hinten. Hey. Da komme ich mit plötzlich gar nicht hin, glaube ich. Plötzlich kann fliegen, wie wir sehen. Das ist noch mein Boot, oder? Fix das doch endlich. Mit dem Boot ist halt raus manövrieren. Nee, ich nehme ein neues. Ich glaube, davon kann man gut an Land gehen.
Ach, das könnte auch ein Nebling sein, so wie es da oben gerade aussieht. Still und tödlich. Komm schon! Komm her! Mach die... Oh, noch mehr. Schlangenäugiger Schade. Don't fuck with the Witcher. Fick den mal lang. Verschickter Brief. Nein, das ist nicht. Live, ruf ein paar Perlentaucher zusammen und bring sie zu mir, aber gute diesmal. Diese Idioten von Spikerook sind das letzte Mal ertrunken, bevor sie es nützlich sein konnten. Ich weiß nicht, wie vielleicht liegt dieses Schiff wirklich zu tief, als dass man irgendwas daraus bergen könnte, aber ein Versuch ist es wert. Die Überlebenden sagen, es hätte eine große Ladung Silber an Bord gehabt. Naja. Was kotzt jetzt da noch rum? Bestimmt irgendwo Ertrunkene. Bin fast sicher, dass es ein Nebling ist da oben. Uff. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Der Nebel des Grauens. Gewöhnlicher Geist. Ihn einfach zu töten würde nichts ändern. Wunde am Rücken. Er ist weggerannt. Hatte fast die Deckung erreicht, aber nur fast. Ja, wir suchen mal das Haus dadurch. Hey, ist da jemand? Wie kommst du denn her? Was denkst du? Das ist eine Insel. Bist du Mikjal, der Leuchtturmwärter? Jorund aus Arendjorn hat mich geschickt. Wo kommen denn diese ganzen Geister her? Zuletzt habe ich sowas bei Wergen gesehen, als... Aus dem Nichts! Einfach so! Das Feuer ging aus und der Wind legte sich plötzlich. So fing es an. Ich kam her, um Öl zu holen, ging vors Haus, sah nach oben, sah den Nebel und da tauchten die Geister auf. Sie stürzten sich auf mich! Bin zurück ins Haus, hab die Tür verriegelt und dann hab ich's gehört. Jemand hat meinen Namen geflüstert. Mikjal! Mikjal! Ich sah hinaus. Da war diese große Gestalt. Von ihr ging so viel Kälte aus, dass die Fenster vereist sind. Diese große Erscheinung. Erzähl mir darüber. Sie schien intelligenter zu sein als die anderen. Als wüsste sie alles. Ich war keine große Hilfe, oder? Ich habe sie nur einmal gesehen. Danach ist sie verschwunden. Diese Geister sind nicht ohne Grund erschienen. Etwas hat sie hergelockt. Weißt du was? Keine Ahnung. Hier gibt's nichts. Den Leuchtturm, meine Hütte, sonst nur Felsen. Sogar die Ertrunkenen wissen, dass es auf Eldberg nichts zu holen gibt. Seltsam. Ich muss mich umsehen. Hier. Das ist der Schlüssel für den Leuchtturm, falls du einen Blick reinwerfen willst oder vor etwas fliehen musst. Wir fliehen nicht.
Gelübde noch zu scheiden. Vielleicht. Sind das für Zeichen nur? Symbole einer Bindung. Manifestationen bösen Willens. Fokussiert, konzentriert. Es ist also ein Fluch. Ein Fluch, der die Geister hier hält. Ein Büßer? Wie gut, dass er mir nicht erschienen ist. In dem Nebel und der Dunkelheit kann ich ihn nicht töten. Das Leuchtfeuer muss brennen. Wenn Mick, ja, der Verfluchte ist, bindet der Fluch ihn an diesen Ort. Ein Büßer. Was ist denn ein Büßer? Die Kreatur, die auf der Insel Oldenberg samt Leuchtturm wie Unwesen trieb, war ein seltenes Exemplar aus der Gattung der Erscheinungen, ein Büßer. Wo sich ein solches Wesen herumtreibt, herrscht sogleich dichter Nebel und Finsternis. Und wer sich dort hineinbegibt, kehrt für gewöhnlich nicht zurück. Wer einen Büßer besiegen will, der muss ständig in Bewegung bleiben, damit die wendige Kreatur einen nicht trifft, denn sie kann innerhalb weniger Augenblicke verschwinden, wieder auftauchen und von hinten angreifen. Vor allem aber muss man herausfinden, was das Monster an seine Jagdgründe bindet, um dieses Band so schnell wie möglich zu stören. Nur er kann das Feuer entfachen, das den Fluch bricht. Hast du was rausgefunden? Die Insel wird von einem Büßer heimgesucht. Er bestraft den Schuldigen für seine Verbrechen, seine Taten. Aber ich bin der Einzige, der hier lebt. Und ich habe niemandem was getan. Keiner Sterbenseele. Darüber reden wir später. Jetzt aber brauche ich deine Hilfe. Aber warum? Ich bin kein Krieger. Dachte ich mir. Aber ein Fluch liegt auf dir und diesem Ort. Den kannst nur du brechen. Du musst nur das Feuer im Leuchtturm anzünden. Der Büßer ist unbezwingbar, solange die Insel im Dunkeln liegt. Ich kann nicht rausgehen. Er würde mich umbringen. Das spüre ich. Vielleicht könntest du. Ich begleite dich. Keine Ausreden. Hol dir das Öl, dann gehen wir, bevor ich meine Meinung ändere. Sieh nur! Da! Das ist er! Ich sehe ihn. Sei still und zünde das Feuer an. Vergiss nicht, wenn du versagst, tötet der Büßer erst mich und dann dich. Beeil dich! Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte! Ta!
Hat es funktioniert? Ja, hat es. Trotzdem weiß ich immer noch nicht, warum der Büßer herkam. Du solltest lieber vorsichtig sein. Ich würde dir gerne mit Worten und Gold danken, aber meine Geldbörse ist leer. Das Gefühl kenne ich. Mach's gut. Okay, der war mal nicht ganz so einfach wie die restlichen Gegner, die wir hatten. Natürlich war in Lodigrad einiges, was wir gemacht haben, nicht mehr ganz so auf dem Levelstandort, beziehungsweise auf der Level-Ebene, wo wir sind. Aber mal wieder ein neues Monster gesehen, das gefällt mir ganz gut.